herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Ja, wir mussten ein sehr, sehr schweres Rätsel lösen. Das können diese vier Leute, die es noch sind, bezeugen. Die standen immer hinter mir, haben mir zugeguckt, wie allmächtig ich dieses unlösbare Rätsel gelöst habe. Und ist das jetzt auch richtig? Natürlich. Natürlich. Alle danke. Mal hier hören. Augen auf, wir gehen weiter. Go. Jetzt müsste hier so die Flucht der Karibik benutzen. Das wäre einfach geil. Ach, jetzt mal hier, die zwei Schuhe sind. Jetzt wollen wir nämlich hier hin. Und die Tür ist versperrt. Dann mal los, Soldaten. Verteilen. Schauen wir mal, was wir da haben. Tut, was ihr am besten könnt, Hilfssoldat. Sucht nach einer Möglichkeit, dieses Tor zu öffnen. Okay. Ja, jetzt können wir suchen und suchen und suchen. Wie läuft's? Aber wir gucken schon uns etwas natürlich gefunden? Erstmal ein bisschen um. Was haben wir denn hier? Ein Eisendolch, den brauche ich aber nicht. Aber die Granatsteine, die kann ich schon gut gebrauchen. Jetzt sind wir hier oben. Jawohl. Cool. Was ist drin? Gold, ein Zielstein und ein Magikertrank. Ja, das nenne ich mal Beute. Und hier? Noch mehr Gold. Und noch einen Trank der Heilung. Auch wenn es sich vielleicht zu einfach anhört, habt ihr hier ist der Hebel. Gut, dann mal weiter, Leute. Wir haben noch einiges. Den hab ich gerade gepennt. Ruhig bleiben, Soldaten. Wir haben schon schlimme. Nein, was sind das? Dorkler. Rauche. Bäh. Versuchen. Geld, Kornmehl. Wo seid ihr denn? Ach hier, okay. Gold, Magika, goldene Holzkette. Hört sich interessant an. Die gehört sogar zur Ausrüstung. Das rüste ich mir jetzt aus. Die goldenen Halsketten, die kann ich ja irgendwann mal verkaufen. Gold. Oh, sogar sehr viel Gold. Und nun können wir gehen. Oder? Ist hier doch irgendwas? Sieht man ein Toter. Der hat nochmal Gold. Ja, okay. Entschuldigung. Jetzt können wir dir weiter hergehen und wir kommen in den nächsten Raum. Krypta. Krypta. Entschuldigung. Ich habe das T als ein I gelesen. So. Auf geht's. Da die ihre Waffen immer erneut rausholen, wenn man nur einen anderen Raum betritt. Ahahaha. Wie ist das Ende unserer Reise? Ich will nicht, dass der schon aussteht. Ich hab Angst. Der macht genau. Zeit fahren. Langsam. Und das könnt ihr jetzt unter Magie gucken. Auf, ja, würde ich hier auf Schreie. Da wird Zeit verlangsamt. Das können wir allerdings noch nicht machen, weil wenn du einen Drachen tötest, bekommst du seine Drachenseele. Und durch diese Drachenseelen kannst du diese Dinger, also diese Schreie aktivieren und dann auch benutzen. Diese Truhe. Ja, die muss man aufschließen. Komm jetzt. Alter. Hey, was ist los? Ah. Ja. So. König.
plus 3. Das ist allerdings ein Minus. Aber plus 3, das ist schon gut. Ach, können wir das hier wegwerfen. Sonst habe ich schon Geld und so. Wow! Oh, ey. Der ist aufgestanden. Bam. Oh, scheiße, der Fürst ist aufgestanden. Ah. Komm her. Okay, solange der natürlich bekämpft, ist das egal. Bam. Und der hat jetzt die Zack und 5000 ist die wert. Hier muss ich aber leider gleich abgeben. Nehmt diese Krone mit zurück nach Einsamkeit. Oh, ein Korundumbarren. Ja. Gold. Wir bleiben hier. Immer nützlich. Mal schauen, was ist hier? Stahlpfeile und etwas Nützliches Resistenz. Ja, ich habe schon nützliche Sachen gefunden. Also von mir aus kann ich jetzt gehen. Und zwar hier zum Tempel. Nun können wir... Was ist das? Okay. Jetzt können wir nämlich den Riegel hier wegmachen. Und die Tür öffnen. Und jetzt müssen wir sogar schon... am Ende sein, genau. Hüp. Hüp. Oh mein Gott, was habe ich denn heute? Da ist die Tür. Komm, erreich die Tür, erreich die Tür, erreich die Tür. Zurück nach Skyrim oder auf Deutsch Himmelsrand. An alle Leute, die das jetzt noch nicht gewusst haben. Teleportieren wir uns einfach. Und zwar nach Einsamkeit. Wow. Jetzt habe ich gerade ein bisschen auf meinem Schrank rumgetrommelt. Mache ich immer, wenn eine Ladepause ist, sage ich mal. Wenn ich warten muss. Das ist auch okay. Hola. Wer bist du? Wir müssen hoch. Na komm. Andere wie wir haben bestimmt viele Geschichten zu erzählen. Aber leider habe ich keine Zeit zu. Hey, aufpassen! Die Wache wird vielleicht nervös, wenn sich ein Mann mit gezogener Waffe. Alter, ich will da rein, wieder weg. So, jetzt müssen wir denen leider die Krone abgeben. Das ist scheiße. Ich will die Krone behalten. Wir werden Ulfric schon bald aus... Hier ist die Zapfe. Hervorragende Arbeit, Soldat. Ich muss zugeben, dass selbst ich an ihrer Existenz gezweifelt hatte. Gab es Probleme? Ja, eigentlich nicht. Auf die Männer können wir verzichten. Die Sturmmäntel waren ja wohl nix. Ja. Genau das wollte ich hören. Ich bekomme den vollständigen Bericht von Lega Drecke. Also, ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann, eine außerordentlich wichtige Nachricht zu Jarl Balgrof von Weißlauf zu bringen. Wir haben aus zuverlässiger Quelle erfahren, dass Ulfric genug Männer versammelt hat, um die Stadt Weißlauf anzugreifen. Der Jarl lehnt jedoch die Unterstützung der Armee ab. Ach ja.
Jetzt wäre ich so gerne im Ulfrix Team. Ich will nicht zu euch, ich will zu den Sturmhändeln. Weil das ist nämlich einer der geilsten Missionen überhaupt gewesen auf den Seiten der Sturmhändel. Und zwar ist das ein kompletter Krieg in einem Dorf. Kaiserlichen gegen Sturmhändel. Das sind wir dann zwar auch gleich mittendrin, aber wir sind dann halt die Beschützenden und nicht die, die einfach durchrennen und alles niedermetzeln. Das wäre viel cooler gewesen. Manu. Wenn es wirklich nicht mehr gehen sollte, zu Ulfric zu gehen, danach noch, dann werde ich vielleicht das nachholen, sag ich mal. Dann werde ich vielleicht, wenn das Projekt zu Ende ist, das bestimmt noch ein paar Jahre geht, gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Hab ich gar nicht. Was laberst du? Ich hab nicht genug Geld, oder? Ach komm, fick dich, oder? Ach komm. Ah, ihr werdet im Verlies der Drachenfeste verrotten. Danke für die aufmunternden Worte. Ehrlich. Der Kerker. Wir könnten abhauen. Wir haben nur einen einzigen Dietrich. Nein! Ah, nein! Fuck, Mann. Lass mich raus. Es gibt eine Trophäe, die besagt, breche einmal aus dem Gefängnis aus. Ach, komm. Mit Banditen komme ich gut zurecht. Aber Drachen? Nee, oder? What the fuck? Vielleicht nervös, wenn sich ein Mann mit gezogener Waffe nähert. Ey, der sah gerade ein bisschen so aus wie Michael Jackson, nur in quer anstatt so ein Moonwalk. What the fuck? Okay, Alter, ey. Du bist mein Bro. Du bist mein Bro, Kollege. Sturmmäntel, kaiserliche Drachen. Normalerweise sollen wir jetzt da rein und dem die Nachricht überbringen. Allerdings möchte ich lieber in Ulfrics Team sein und ich werde jetzt wirklich nachgucken, ob ich wirklich noch in Ulfric streamen kann, weil das möchte ich euch wirklich aus der Seite von Ulfric zeigen, weil Ulfric einfach der viel bessere Mann ist, weil der ja eigentlich unser Freund ist, wenn man sich mal... Wir saßen ja am Anfang, also ganz am Beginn des Let's Plays, saßen wir ja mit ihm in der Kutsche. Der ist eigentlich unser Mann. Ich hoffe, ich kann euch das aus den seiner Seite zeigen. Und dafür muss ich jetzt erstmal eine Kutsche mieten. Wenn ich genug Geld habe. Bitte, bitte, bitte. 328 Gold. Ich hoffe, das reicht. Hä? Ach, da ist die Kutsche. Ich wollte gerade schon sagen. Soll ich euch... Ich kann euch zu jeder Hauptstadt... Wohin soll ich gehen? Ich möchte eure Kutsche mieten. Wo war das denn noch? Ich glaube in Windhelm. 18, 21 Goldstücke. Dann sind wir weg. Soll der Geiz. Warum wieder? Ich bin noch nie da reingeklettert. Wart ihr schon mal in Windhelm? Einigen Aussagen zufolge die älteste Stadt in Himmelsrand. Nö. Katzenpower. Yeah. Ist Windhelm jetzt richtig? Ich gucke auf die Karte. Ja, das ist richtig. Meine ich mal zumindest. Wo ist ein Winterfeste? Oder
war das im Winterfest? Nein, ich meine nicht. Ich meine, das hier ist richtig. Hoch. Spring, du Sau. Komm. Jetzt noch machen zu Ulfric gehen. Ich hoffe, auf den treffen wir nicht. Das sieht ein bisschen. Und was hat er für ein zweites Messer oder ein Schwert? Hier kommt ihr. Entschuldigung. Windhelm entdeckt. Das war doch Windhelm. Bitte sag, dass das Windhelm war. Yes, das war Windhelm. Das ist nämlich die Eingangstür. Es ist kein Geheimnis, dass der Arretino. Ich will zu Ulfric. Ulfric ist mein Mann. Nicht zweideutig verstehen jetzt. Walgruuf gibt uns keine klare Antwort. Er ist ein echter Nord. Er wird es sich schon noch überlegen. Da ist er. Seid euch da nicht. Und normalerweise will ich ja jetzt einen Cut machen, aber ich will einfach wissen, nimmt er mich jetzt noch auf oder nicht? Ich spreche ihn an. Ja? Fasst euch kurz, ich habe viel zu tun. Das ist nicht ganz richtig, aber auch nicht ganz falsch. Jeder Nord kann von den Graubärten den Weg der Stimme erlernen, wenn er genug Ehrgeiz und Hingabe besitzt. Dass ich Torik zu Boden schreien konnte, beweist, dass er keines von beiden besaß. Doch getötet hat ihn mein Schwert, das sein Herz durchbohrte. Das sieht und jetzt was so soll aus. Ich eurer Meinung? Scheiße. Wenn er nicht für uns ist, ist er ich will gegen den uns. Beitreten. Das weiß er. Sie alle wissen es. Ich will dir beide. Die Kaiserlichen haben sich richtiggehend in Weißlauf verschanzt. Wir werden es ihnen bald wieder abnehmen. Uns bleibt gar nichts anderes übrig. Seine zentrale Lage ist von entscheidender Bedeutung. Ja, ich will mitmachen. Mein Vater, der große Bär der Ostmarsch, ist während meiner Gefangenschaft nach dem Markart-Vorfall gestorben. Ich, sein Sohn, war gezwungen, seine Grabrede mit Hilfe eines Briefes zu halten, den ich aus dem Gefängnis geschmuggelt hatte. So sehr liebt Titus Mede seine Untertanen. Als ich endlich freigelassen wurde, kehrte ich nach Windhelm zurück und traf eine Stadt in Trauer an, eins mit meinem Kummer und Zorn. Unter zornigen Rufen nach Gerechtigkeit und nach Krieg setzte mein Volk mich auf den Thron. Der Thron von Isgramor. Der Thron meines Vaters. Ich hoffe nur, dass ich mich der Ehre würdig erweisen kann. Scheiße. Seid vorsichtig da draußen. Ich hätte gerne Ulfric genommen. Hätte ich das gewusst, wäre ich direkt zu Ulfric gegangen. Ja, das ist natürlich jetzt blöd. Dann muss ich wohl aus Seiten der Kaiserlichen machen. Wir sind also wirklich bereit, diesen Schade. Krieg zu beginnen. Bald. Es tut mir zwar sehr, sehr leid, aber ich kann da auch nichts dran ändern. Ich habe diesen Weg bestimmt und nun muss ich diesen Weg leider auch gehen. Naja. Da würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann bringen wir diesem Jarl die Nachricht, dass die Sturmmäntel hier eigentlich unsere Feinde sind, ja. Und dass die Weißlauf einnehmen wollen. Ob wir das schaffen, sie zu verteidigen, und ich darf leider nicht mit durchlaufen. Schade. Aber ob wir das schaffen werden, das seht ihr erst in der nächsten Folge von Skyward.